Nachspeisen. Ich sehe etwas, was ich bei dir schon gegessen habe. Und ganz ehrlich, ich habe es noch nie so gut gegessen wie bei dir. Es ist wirklich so. Meine Frau, die sehr, 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 sehr kritisch sein kann, hat gesagt, es war die Ist. beste Crème Brûlée ihres Lebens. Das ist jetzt kein Witz. Aber sie hat auch erst drei gegessen. So. Aber im Großen und Ganzen muss man jetzt mal dazu sagen, so was gibt's denn? Komm, nimm mal das Mikro und erklär es uns. Also als süßen Abschluss haben wir uns gedacht, also wie alles sind es natürlich Gerichte von unserer Speisekarte. Wir haben hier ein Apfelcrumble, das ist ein Apfelragout, gratiniert mit einem klassischen Butterstreusel. Dann haben wir einen Schokoladenkuchen mit einem flüssigen Kern und eine Crème Brûlée, wie Sven schon schön angekündigt hat. Ja, also ja, wie Schokoladenkuchen mit flüssigen Kernen. Also ist das so eine. Geht! Wie machst du denn das? Naja, wir backen den einfach nicht fertig und dann bleibt er flüssig in der Mitte. So einfach ist es. Okay, sehr schön. Und für alle, damit ja, nee, also ich freue mich vor allem, dass ich als Einziger alle drei Nachspeisen sofort am Tisch habe. Das ist Sieht schön. man, sieht Hier, man, ja, sieht nichts man. ist. Der wird jetzt hier abgestellt. Und dann machen wir noch mal eins, zwei Songs vielleicht. Und also ich muss ganz echt sagen, Fabi, es ist super. Das war so ein wunderschöner Event heute hier mit euch allen. Es ist einfach der Wahnsinn. Also das Wetter hat gepasst, das Essen ist fantastisch. Das, was du dir vorgenommen hast, bei Freunden, mit Freunden, das kriegst du richtig gut hin. Das hast du jetzt schon hingekriegt. Ich finde es großartig. Also ich bin total happy hier zu sein und ich freue mich jetzt auf diesen Nachtisch. Und dann denke ich, machen wir nochmal eine Verabschiedungsrunde, oder? Dass wir nochmal eine Rede halten oder so. Und dann springen wir alle hier ins Wasser. Ne? Okay, nochmal einen donnernden Applaus für den Fabi, bitte. Bitte, bitte. Und für unser Team natürlich auch, ne? Das ist klar, die holen wir da mal nach draußen, ne? Sven, du hast vorhin gesagt, wenn du